Neuen Video von Lake im LOL. Wir fahren einen wunderhübschen C2 mit dem Hamburger Repaint. Ich weiß, es ist nicht passend, aber es gibt noch ein BVG Repaint, was ich mir heruntergeladen habe, aber ich darf es euch leider nicht zeigen. Wir fahren halt mit einem Hamburger Repaint, das ihr so auch bekommt. Die anderen Repaints sind Werbung von Hamburg. Und das ist schön neutral, hier steht nicht hochbauen oder so. Ist vielleicht ein ausgeliehener Bus, obwohl, Mist. Hier steht ja hochbauen, Mist. Egal. Auf jeden Fall ist ein Hamburger Bus in BRT Berlin und wir fahren für X10 Berlin oder BRT Berlin. Ich glaube, BRT Berlin. Ja, glaub schon, weil da gibt es vielleicht den... nicht. Dann fahren wir erstmal vor und dann stellen wir die Zeit. Wir fahren am Abend. Ich hoffe, ihr könnt mich weiterhin verstehen. Wir fahren am Abend und dieses Hüpfen hat sich auch geklärt. Und ich habe mich eh schon an das Lenkrad gewöhnt. Deshalb alles in Butter. Vielleicht kann ich mal den... Ah! Ich dachte schon, der fängt schon wieder an zu hüpfen. Ich kann euch ja mal den Vergleich zeigen zwischen den drei Solo-Bussen. Also der von drei Generationen, der Stadtbus-Pack und hier den C2. Oh Mann, hey, wieso müssen denn die C2s hier... Fahren wir aber nicht davor, Junge. Warum oh, immer mein PC immer heiß werden muss, wenn ich eine Aufnahme... So, kommen Sie rein. So, wir gucken mal. Oh Gott, hier. 600er. Nach S-Bahn-Wandel. Schade, dass hier nicht der 600er eingetragen wurde. Hier, 626er. Der sind wir. Auch ebenso nach... Nee. Hier, 620er. Aber ich will mal gucken, wo der 626er auf der anderen Seite rumfährt. Der 600er, meinte ich. Da gibt es nämlich auch ein Schild. Hier, 600er nach S-Bahnhof Wassmannsdorf. Ah ja, das kenne ich. Könnte vielleicht mal eine interessante Linie sein, aber ich glaube, Wassmannsdorf ist schon im C-Bereich oder der fährt auch in den C-Bereich. Auf jeden Fall sollten wir gucken, wann wir los müssen. Hier, wir sind am... 16.16 Uhr. Dann spulen wir mal vor. Ich weiß, dass der ein bisschen wackelt. 16.16 Uhr. So, sind alle drin? Innenbeleuchtung. Er beleuchtet ganz gut. Aber es wird irgendwie schnell dunkel. Ich habe nämlich Winter eingestellt. Nee. 620 Euro. Ich weiß nicht, wie lange die Strecke dauern wird. Auf jeden Fall können wir, falls wir... Bürgertreff. Wow, Teufelsbürgertreff. Auf jeden Fall können wir, kann ich dann irgendwann das Fernlicht anmachen. Dieses Licht war ganz schön echt dumm. Oh, komm. Generationen-Add-on. Ah, Alter, hör auf. Hör auf. Ständig den Bordstein zu küssen. So. Sieht irgendwie schick aus, oder? Eine Busse in der Nacht. Ja. Einsteigen. Darum habe ich ja auch den Solo-Bus genommen. Ich glaube, so ein Moschi tut sich nicht gut dort.
sein, dass in Hamburg. Rohlsdorfer Platz. Kann es sein, dass in. Alter, ich küsse ständig den Bordstein. Kann es sein, dass in Hamburg die Straßen deutlich breiter sind als in Berlin? Nee, ich hoffe, ich bin richtig gefahren. Ey. Ja, 620er, alles korrekt. Ich frage mich tatsächlich. Wieso? Nee, nein, ich frage mich tatsächlich. Ich weiß, was das ist. Da wird gleich eine Umleitung kommen. Dann, also, was heißt gleich? Alter, warum sie ist so laggy? Will hier jemand rein? No. Oh, wie schön. Ey, schaut mal den Himmel an. Das sieht doch schick aus. Ich will mal richtig auf. Jahnstraße. Doch richtig schick aus. Was meint ihr? Ich lieber doch den BRT Berlin 10-2. Also, ich hätte gleich mal sehen sollen, wie wenig Stationen das sind. Ich dachte, das sei eine schöne halbe Stunde Strecke. Havelstraße. Verbindet, nee, doch nicht, ich dachte schon. Jetzt bleib stehen, meine Güte. So. Dann gleich mal ein Privat. SUV nehmen können. Gestartet, glaube ich. Nee, hier fuhr der. Rammradbrücke. Hä?
fährt ja ein bisschen oben. Ja, mein PC muss laden. Das war ihm nicht ganz geheuer. Sorry für die Ladezeiten. Ich hoffe, jetzt läuft er deutlich flüssiger als davor. So. Und läuft er flüssiger? Jawohl, so soll's sein. Ah ja, ich kann fahren. Hier sind, nein, werd nicht rot. So. Also, ich starte nach dem PC neu. Also, da, mir ist das Spiel viel zu ruckelig. Vor allem immer, wenn ich das Video anfange, wird es ruckelig. Ich glaube, es liegt an der Aufnahme-App. Also, es liegt jetzt nicht daran, dass ihr es jetzt ruckelig seht. Vielleicht seht ihr das ja auch. Aber es liegt eher daran, dass, hier, wir trennen uns vom X-Szene. Es liegt eher daran, dass wir, dass die Aufnahme zu viel schluckt. Apropos, habe ich was herausgefunden. Wenn ihr jetzt die Grafik auf ganz runter stellt, dann habt ihr diese komischen Spiegel. Wenn ihr die aber auf etwas höher setzt, dann habt ihr so eine wirklichen Rückspiegel. Hallo. Hier läuft wieder ganz flüssig. Seht ihr? So relativ. Ich bin doch mit euch schon die Linie 620 gefahren. Naja, dann machen wir es halt wieder mit 10-2. Sorry für die wiederholte Strecke. Auto! Zahle ich später nach. Ja, und jetzt bin ich hier. Hier, S-Bahnhof Wannsee. Das war auch sicher, lass mich raten, hier 620er und wir waren auch der 600. Ich finde halt diese, also das ist jetzt BVG, also Standard, also das ist jetzt nicht unser Fahrzeug, 620, also diese Matrix greift viel eher an als die hier. Die ist eher angenehmer. Hallo? Leute! Hier ist Endstation. Ah, gut. Und jetzt raus mit euch. Kann doch gar nicht so schwer sein. Naja, ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert mich. Und es ist sicher toll, dass wir mal diese Strecke am Abend gefahren sind. Tschüss! Lekim lol.